Jo, so, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von mein Test bzw. mein Clone für mein Test. So, ich bin jetzt hier leider schon wieder in der Nachvertonung, weil ich irgendwie es verpeilt habe, die richtige Tonspur zu nutzen und zu verwenden, um sie in das Video zu legen, und jetzt musste ich mich erstmal orientieren, was, wo, wie und überhaupt und warum. Und dann habe ich mich so langsam daran erinnert, dass wir ja irgendwie in dieser Mine aufgehört haben zuletzt und wir nicht nach Hause konnten, weil es ein Gewitter gab und ich den Monsterhorden auf dem Weg nach Hause entgehen wollte. So, dann habe ich offenbar in meinem Inventar geschaut. Nichtsdestotrotz habe ich dann schon gleich wieder eine Ansprache gehalten, von wegen, ich habe ja jetzt schon länger keine Folgen mehr rausgehauen. Der Grund ist ebenso schön wie stressig. Ich bin nämlich Vater geworden und ja, jeder, der selber Eltern geworden ist, der weiß, wie stressig das ist. Für alle, die es nicht sind, überlegt es euch gut. Ja, wie gesagt. So, aber das hat halt zur Konsequenz dann letztendlich, dass ich, so sehr ich gerne möchte, nicht mehr so regelmäßig die Videos veröffentlichen werden kann, wie ich das bisher eigentlich immer probiert habe. Das heißt, tägliche Folgen sind nicht mehr möglich. Ich werde natürlich versuchen, immer mal wieder welche ein paar Videos hochzuladen, aber auf absehbare Zeit werde ich nicht mehr die Regelmäßigkeit hinkriegen, die ich eben davor versucht habe zu erreichen oder zu fahren. Das betrifft sowohl die Demos als auch die Hauptspiele, die ich so fahre. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wie gesagt, ich wollte es euch bloß mitteilen, nicht, dass ihr denkt, was ist denn da los, sondern es gibt Gründe. Schöne Gründe letztendlich, aber halt Gründe nichtsdestotrotz. Genau. So, das wäre diese Geschichte. Jetzt widmen wir uns wieder ganz normal diesem Let's Play, bis ich dann eben merke, hey, scheiße, ich nehme ja gerade gar nicht mein Gelaber auf. Das ist ja blöd. Aber bis ich das eben merke, dauert es noch ein bisschen. Und so lang hauen wir hier halt die Felsen aus der Wand. Warum mache ich den ganzen Spaß mit diesen Felsen aus der Wand hauen eigentlich? Die Felsen haue ich ja deswegen aus der Wand, weil ich quasi eine Arbeitsbasis schaffen möchte. Quasi ich. Das ist so eine Mine. Die haben wir entdeckt. Die wollen wir auch weiterhin nutzen. Und damit wir nicht endlos zwischen unserem Heim und hier wechseln müssen, so, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Licht, habe ich eben beschlossen, dass wir dann dafür ganz gerne mal vielleicht ein bisschen eine Unterkunft für die Minenarbeiter schaffen. Oder für den Minenarbeiter, der diese Mine bearbeiten wird. Und deswegen hauen wir hier jetzt halt einfach mal ein Loch in die Wand und sammeln dann die Kiste wieder ein. Wir zerstören sie dabei auch nicht, das ist ganz gut. Okay, hier brauche ich wohl die Spitzhacke. Die setzen wir dann auch wieder hier rein. Wo ist die Werkbank? Da ist die Werkbank. Gut, pam pam. Und dann überlegen wir uns gerade, wie ich denn jetzt die Kiste platziere, wo ich ein Bett hin tun würde und so weiter und so fort. Ja. Da beschließe ich, ich bräuchte noch Kisten, aber ich habe nicht genug Holz für Kisten. Wäre mir es nämlich aufgefallen, dass die Kiste voll ist, aber hey, juhey, da gibt es ja noch Kisten, das ist ja eine feine Sache. Dann pflanzen wir die mal dahin. Und da können wir ja jetzt die anderen Kisten hin tun. Und dann können wir ja mal die Sachen einsammeln, um sie darüber zu tun. Ich fange mal mit den Steinen an. Wo sind sie denn? Ach, kommen die Rüstungen auch. Und ach komm, eigentlich
Ist es ja egal. So, dann will ich es gerade absenken. Und dann fällt mir, glaube ich, gerade ein, dass das vielleicht auch nicht so blöd, so sinnvoll ist. Die Schaufel natürlich nicht, die Pilze und die Hosen. Und jo. Ach, ich zieh doch die ganze Kiste um. Was war das? Eine Goldpferderüstung und eine Eisenpferderüstung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, wir können theoretisch auch Pferde zähmen. Wenn wir das denn dann machen wollen würden. So, gut, ich weiß es eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, wir machen halt hier diesen Spaß. Ich weiß auch gar nicht groß, was ich jetzt noch erzählen soll. Den Glob oder den Blob, den hätte ich eigentlich gleich mit abgeben können. So, und den Rest schmeißen wir jetzt eben in diese Truhe rein. Bam, 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 bam. Pfeile weg. Jetzt habe ich zwei Pfeile. Ist ja lachhaft. Okay. Und den Glob habe ich immer noch nicht. Und dann müssten wir ja die Kisten einsammeln können. Was gucke ich denn da jetzt? Weiß ich nicht. Ach ja, ich suche nach Kopfsteinpflaster, weil ich ja die Höhle zumachen möchte. Und da suche ich das Kopfsteinpflaster, das am wenigsten hat. Und das ist das, offenbar. Und ich hätte da eigentlich Kopfsteinpflaster gehabt in der Hose oder in der Tasche. Ja, ich habe Kopfsteinpflaster in der Hose, genau. Wie auch immer. So, wir machen hier dann erstmal die Truhen weg. Truhe 1, bam, Truhe 2, badam. Draußen ist immer noch luftige Stürme. So, Kisten kommen dann weg. Und dann würde ich doch hier die Öffnung jetzt mal zukleistern mit Kopfsteinpflaster. So, einmal, rap, rap. Darüber, darüber, darüber. Da wieder runter, 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 runter. Und runter, runter, runter. Und dann da noch eine Zarge rein. So. Und dann würden wir mal versuchen, eine Tür zu machen. Ich schlaume, ich versuche es mit 5. Natürlich brauche ich mindestens 6, deswegen war das ein bisschen doof. Aber hier gibt es ja noch Holz. Nein, nicht die Schallplatte, Holz. Und dieses Holz können wir ja umwandeln in weitere Planken. Und dann können wir mit diesen Planken uns eine hübsche Tür bauen. So. Also eigentlich 3. Genau. So, und dann pflanzen wir doch mal die Tür rein und stellen fest, ach nee, das ist ja doof. Weil ich will die Tür hier ganz gerne andersrum haben. Deswegen Tür wieder weg, Tür wieder ran, Tür auf, rein und Tür zu. So. Dann sind wir hier auf jeden Fall erstmal sicher. Jetzt bin ich danach am gucken, ob ich vielleicht Wolle oder sowas irgendwo hätte. Leider habe ich das nicht. Insofern ist das ein bisschen doof und ich schaue mich hier gerade ein bisschen um, wie ich denn die Räumlichkeiten organisieren wollen würde. Bin damit aber nicht wirklich glücklich, zumindest noch nicht. Und ich sehe gerade, dass die Kiste auch ziemlich voll ist. Deswegen wäre es vielleicht an der Zeit, neue Kisten anzubringen. Und da ich ja in diesem Quartier ein bisschen wenig Platz habe, probiere ich es mal so. Sieht aber scheiße aus. Und weil es so scheiße aussieht, nehmen wir das wieder weg und beschließen dann in diesem Zuge. Dass es auch scheiße aussieht. Wir deswegen wahrscheinlich ein bisschen etwas anderes machen, nämlich uns einen weiteren neuen Raum zu graben. Das ist jetzt halt auch wieder Geplöpel. Nichts Dramatisches. 3, 4. So, das sollte reichen. Dann hauen wir da 2 rein. Das müsste ja auch reichen. Wir prüfen das gleich nochmal gegen. Jupp, passt.
passt. Und dann würde ich da noch einen reingehen. Zack. Und da noch zwei. Da zwei. Da zwei. So, dann haben wir hier einen hübschen kleinen Raum. Jetzt müssen wir die Decke noch ein bisschen erhöhen. Eine Viererdecke, so wie wir es im Vorraum haben, machen wir wahrscheinlich einfach nicht. Weil, wozu? Genau, also ich bin eigentlich ein Freund von Dreierhöhen. So. Genau, wie gesagt, da bin ich gerade am Viererhöhe gucken, aber das würde ich dann nicht machen. Und dann schauen wir doch mal, wo wir die Fackel hinpacken. Okay, wo wir die Kiste hinpacken. Wahrscheinlich eher so, oder? Hm. Da bin ich auch noch nicht so wirklich glücklich mit. Machen wir also die Kiste nochmal weg. Machen wir die andere Kiste auch nochmal weg. Machen wir die Kiste nochmal weg. Ja, das war jetzt super intelligent. Super intelligent, ey. Super intelligent. Gut, und dann sammeln wir die beiden Kisten ein und dann machen wir die einfach patsch, patsch, nebeneinander, patsch, patsch. Und dann haben wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen Stauraum. So, und dann ist das hier vorne quasi unsere Hauptkiste. Warum auch immer ich das asymmetrisch gemacht habe, aber das passt schon. Dann haben wir hier auf jeden Fall unsere Krustelkiste, wo wir quasi immer erstmal alles reinschmeißen und es dann nach hinten irgendwie umsortieren. Oder auch nicht. Weil ich ja jetzt hier im Prinzip auch wieder einfach alles nur reinwerf. So, warum auch immer ich das da in diesem Raum bräuchte. So, wie sieht das Wetter aus? Okay, da ist noch ein bisschen duster. So, da drin würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter ausleuchten. Jep. 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 Da wäre es richtig. Genau. Dann müsste da noch eine hin. Die ist dann falsch, die muss dann dahin. So. Die ist dann falsch, die muss dann dahin. Genau, dann haben wir da nämlich immer vier Abstände dazwischen. Und dann ist es nämlich axiomatisch mit dieser Wand. Sind die beiden Räume axiomatisch. So, tolle Sache. Haben wir gemacht. Da bin ich auch mega glücklich, dass wir das endlich hinbekommen haben. Juhu, tralala. Und dann mache ich mir hier gerade noch so ein paar Gedanken, wie es dann eben weitergeht für diesen Raum. Und ansonsten weiß ich gerade noch nicht so genau, was ich jetzt als nächstes tun soll. Es ist immer noch ziemlich dunkel. Ich habe keine Lust, nach Hause zu gehen. Ich habe auch keine Lust, jetzt in der Höhle rumzugeistern und mich mit Monstern zu kloppen. Und die Truhe ist leer. Jetzt können wir mal beschließen, dass wir hier ein bisschen umsortieren. Und jetzt bin ich quasi am Kohlen einsammeln. Wobei ich da auch noch nicht so genau weiß, wie ich das jetzt eigentlich mit den Kohlen mache. Die eine wollte ich da lassen, die anderen vier wollte ich mitnehmen oder sichern. Aber ich will ja jetzt momentan noch nicht nach Hause gehen. Weil wie gesagt, nachts und dunkel und Monstern und alles mögliche und das muss ja alles nicht so sein. Genau, da schaue ich mir hier mein Inventar nochmal toll an und ich fühle mich so wahnsinnig stolz und tralala und pipapo. Ich schaue nochmal nach draußen, ja, ist das alles toll, tralala und pipapo, juhu, tralala. Und jetzt fällt mir, glaube ich, auf, dass ich keine Mikrofonaufnahme habe. Und da werde ich, glaube ich, jetzt gleich was schauen. So, okay, es geht dann noch regulär weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ciao mit Vi. So, da bin ich wieder. Ich habe irgendwie verpeilt, das Audio aufzunehmen. Und, ja. So. Ich habe davor vorher eine kleine Ansprache gehalten. Die darf ich nachher jetzt wiederholen, quasi. Jo, wie auch immer. So, wir sind hier auf jeden Fall am Zimmerchen basteln. Weil wir ja eine Basis bauen wollten, um
die Mine da hinten weiter zu ergründen. Es fehlt uns halt noch ein Bettchen, aber momentan ist dunkel und Gewitter und Regen. Und deswegen würde ich das jetzt hier erstmal alles lassen. So, das bedeutet aber auf Deutsch, dadurch, dass ich jetzt den Anfang nicht habe, dass diese Aufnahme ja noch länger dauern wird, bis sie wieder rauskommt. Okay. Gut. Ich denke, ich mache an der Stelle mal ein kleines Päuschen schon wieder. Ah, ist alles nicht so toll gerade. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Cheerio mit O und ciao.